Ja, meine Finger sind nass. So, liebes Spiel, rechts von uns ist noch was. Links von uns ist noch was. Wo bitte? Und wie soll ich da... Geh mir aus dem Weg. Wie soll ich denn da hinkommen? Ist noch versperrt, so wie es ausschaut. Oh, mir ist gerade schwindelig von dem rumgelaufen. Außerdem ab 39 Euro oder 29 Euro sowieso Pakete günstiger. Was soll der Geiz? So, jetzt sind wir hier oben. Da ist noch einer. Sehr schön. Rechts von uns. Zwei Sachen rechts von uns. Nee? Ja, eigentlich auch nicht. Ach, komm mal nicht raus. Ich hab zwar Amazon Games, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich Prime kündige, ob ich dann noch zugreifen kann. Hab keine gekauft, alle geschenkt. Ich glaube, die sind, kannst alle noch zugreifen. Ach, meine Damen und Herren, wie geht denn das hier weiter? Ich weiß doch jetzt schon wieder. Inventar. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen, Fähigkeiten. Alles klar. Wir brauchen einen Bogen. Wir brauchen Waffen-Upgrades. Was? Nein, wir wollen den Bogen weitermachen. Stärkte Arme ermöglichen eine höhere Spannung und schnelleren Pfeile, was euch auch mehr Schaden macht. Verbessert die Flexibilität und das Spannen wird leichter und schneller. Was machen wir noch? Was da? Genau. So, können wir an dem Messer noch was machen? Nee, Klamotten hatten wir schon. Ausrüstung. Abseildraht. Naja. Schön einen abseilen. So, wir haben wie viele Fähigkeitspunkte? Einer. Sie können schneller schwimmen. Ja, das schadet gar nichts. So. Was guckst du denn darüber? Da hinten können wir noch rein. Genau. So, ich müsste eigentlich auf den Baum da rüber. Auf die zwei müsste ich irgendwie kommen. Weil da ist nämlich was und da ist was.
komme ich aber so einfach nicht hin. Ah, von da raus vielleicht. So rum geht's. Alter. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. So, von da nach da. Von. Ich geb's auf. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir versuchen mal da hinten hinzukommen. Hallo. Warte mal, da waren wir doch. Bitte. Eine andere Richtung. Nee. Wo ist denn das mit dem Totenköpfen und mit dem Gelben? Da lang. Da ist der Totenkopf, da unten. Ja, jetzt habe ich ihn gerade gesehen. So, von da nach da. Genau, jetzt müssen wir da rüber. Und dann da hoch. So, und jetzt können wir hier rein. Hallo, Frosch. Tschüss, Frosch. Kommen wir nicht weiter. Ach. Weil hier so ein paar Kleinigkeiten fehlen. Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo Was bist war du? Was ist denn für ein Feuer eben? Oh nein. Miguel? Miguel? Okay, ist kein Torso. Sah aus wie ein Torso, ist aber kein Torso. Miguel! Papsack! Komm her! Zeig dich! Oh, Rage Wolf! Vielen, vielen Dank! Wir haben ein Raid. Yay, dankeschön. Ja, die
kostenlose Kreditkarte, die jetzt ab März auch bei mir gekündigt ist. Definitiv. Okay, dann müssen wir uns das einfallen lassen mit Ko-fi, hä? Oder machen wir PayPal. Aber die haben ja auch noch... Richtig, ja. Ich wollte auch nicht weitermachen bei denen. Ich brauche meine Ausrüstung, Leute. Juhu, genau. Juhu und Huhu. Herzlich willkommen. Warum guckt die nach rechts? Außer, dass wir hier jetzt runterfallen könnten, ist hier nichts. Links rum. Oh, falsche Ecke. Haben gerade selbst Shadow of the Tomb Raider gespielt. Da dachte ich, red mal weiter. Vielen, vielen Dank. Cool. Wir sind gerade an der Anfangszeit noch. Fangen gerade erst frisch an. Übertrieben gesagt. Was mir nicht gefällt, dass ihr Gesicht nicht so perfekt ist wie in den anderen Teilen. Herzlich willkommen. Machen wir nachher. Mach ich nachher. Nicht jetzt. Mach ich nachher. Geht's in die lang? Das geht da lang. Das geht da lang. Okay. Das geht hier lang? Ja, da waren wir doch eben schon. Dann geht es hier hoch? Ja. Dann geht es da lang? Ja. Ach, hier bin ich nicht weitergelaufen. Stimmt. Ah ja, den Follow lasse ich dir nachher noch da. Haben sie mit ihrem Gesicht gemacht? Irgendwie glänzt sie viel zu viel. Haare sind schlechter geworden. Wie sieht die denn aus? Wie sieht der denn aus? Guck mal, die hat doch grauen Star. Oder stimmt meine Hände nicht? Ich glaube, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ja. Ich glaube, bei mir stimmt irgendwas nicht. Der sieht normal aus. Psst. Miezekatze, psst. Gut. Heute irgendwie bescheuert. Heilige Scheiße. Holy shit. Oh, noch voll vorbei. Ja, okay, sieht absolut komisch aus, die Frau. Kann gar nicht sein. Bildschirmgrafik, Grafik, Standard wiederherstellen. Zack. Sieht immer noch so scheiße aus. Ich habe vorhin ein Treiber-Update gemacht. Ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen. So, Texturenqualität Ultra, 16-fach, Schattenqualität hoch, das ist normal. Tiefenschärfe, Detailmodus, will ich hoch. Tessa, Blooming, Motion, Screenspiel, Kontaktschatten aus, dynamische Haare normal. Wurde mit dem. Alles okay. Gameplay. Umrandung auch ausgelassen. Ich glaube, dass irgendwie die Grafikkartentreiber abgenippelt. Weil das ist nicht normal. Wer läuft da? Ich hab das gehört. Ja, die Regeln sind brutal. Aber die Regeln sind schon seit 2000. Jetzt muss ich nachrechnen. Seit 2004 sind die schon so. Nur eine Miezkatze mit etwas größeren Zähnen. Geht schon. Hier muss ich vorsichtig sein. Sind wir.
Viel Spaß, viel Spaß. Ich habe heute Mittag seit 7 Minuten schon offen. Ha! Aber ich lasse heute arbeiten. Ganz einfach. Da geht's weiter. Rar. Solange Lara nur so bescheiden aussieht und der Rest nicht, ist alles in Ordnung. Das ist es. Hörst du auf? Ist keine Kundschaft da. Oh, fuck. Sag mal, kann das sein, dass unser... Spiel leicht defekt ist? Geh mal zur Miezekatze. Hallo Miezi. Aua! Jetzt plötzlich! So, so. Es funktioniert! Es funktioniert super! Mama. Nein. Okay, sie sieht wirklich scheiße aus bei mir. Ich glaube, ich muss echt ins Spiel starten. Drücken Sie F1 und ich drücke die ganze Zeit V wie in dem anderen Teil. Ey.
Bei Rise of the Tomb Raider, in dem anderen Teil, den wir gestern, vorgestern, letzte Woche gespielt haben, musst du V drücken. Nicht F1. Spackos. Solange nicht geduscht, riecht man schon nach Katzenpisse. Ja. Definitiv. Definitiv. Ah, da war noch ein Buch. War vorhin schon mal ein Buch. Nee, irgendwas aufgefangen. Gut. Was haben wir hier noch? Da. Ach, da ist ja noch mehr. Ach so, ja dann. Und einen Baum hatten wir noch da hinten. Er hat sich versteckelt. Stimmt, ich habe vorhin nur den Chipsatztreiber neu gemacht, aber nicht den Grafikkartentreiber. Ich glaube, deswegen sieht er so scheiße aus. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Da wollten wir noch gar nicht hin. Immerhin können wir jetzt uns erstmal waschen. Was damit? Jonah, bist du da? Ach so. Warte mal, hätten wir erst drum rumlaufen sollen? Oh, Schatzelein. Oh, ist auch schick hier unten. Ach du Scheiße. Oh, du Gottes Willen, noch eins. Geheimnisse entdeckt, ja, das weiß ich. Aber dass da wieder so viele Geheimnisse sind. Alter Schwede, guck dir das mal an, ey. Ey, lauf. Tock. Kopf angestoßen. Ganz klassisch. Du hast noch viel vor dir? Profi. Das war ein Witz, oder? 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten.
Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Service! Ja, so ähnlich, ja. Hör mal, die wird bezahlt dafür. Ich weiß, das ist echt mies, aber... Was soll ich das nochmal? Das ist eigentlich echt scheiße, ne? Ich bezahle Leute, damit ich zocken kann. Okay, es kostet natürlich auch ein Schweinegeld. So ist es ja nicht. Aber dafür können wir zocken. Hat man das nicht schon mal, dass ich irgendwas mit Treiber-Update gemacht hatte und das Bild so komisch war? Oh Mann. Was guckst du nach links? Was ist denn links? Da ist doch gar nichts mehr. Ach so, der Baum. Ich kenne das noch aus Half-Life. Jedes Mal, wenn irgendwas war mit den Augen, könnt ihr euch noch dran erinnern? Warst du irgendwo in der Ecke? Und jedes Mal guckt er dich an. Du wusstest so ganz genau, da ist irgendwas. Der will was von mir. Das war geil. Ach, herrlich. Hallo, Frosch. Kann man die auch abschieben? Nee. Gut. Okay, wir gehen jetzt mal. Jetzt gehen wir mal ans Flugzeug, komm. Natürlich. Unser Werkzeug. Endlich. Gott, sieht die Scheiße aus. Mal gucken, wie er aussieht. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir rausschneiden, nicht wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Schnippel, schnippel, schnippel. Und du weißt, was du tust? Ja. Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Der hat auch graue Haare. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber
Eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Parasit. Eli? Och. Mein Cousin hat mich auch so ein Parasit. Blut geärgert. Okay. Mach's gut, Eli. Na, oh, hat auch noch voll drauf getreten. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Super. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ja, geh schon mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Psst. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Bye-bye, everybody! Genau, Jeppo. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich dann mit einer besseren Lara. Über die Katastrophe? Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür...